Eine neue Triathlon-Trainingswoche, die aber den Fokus eben aufs Laufen hat, weil ich endlich mal ein bisschen schneller werden will und 10 Kilometer unter 40 Minuten schaffen will. Das heißt Triathlon, aber mit dem Fokus doch aufs Laufen. Von Triathlon kann man ja gerade sowieso nicht so richtig sprechen, weil ja eh kein Schwimmen ist. Insofern bietet sich das an. Und ja, ich sitze jetzt hier im Camper, weil die Woche eigentlich jetzt schon zu Ende ist und ich gerade meine allerletzte Einheit gemacht habe, aber dazu dann später mehr. Montag war einfach nur ein bisschen Zugseiltraining dran und ein bisschen Stabi. Und am Dienstag ging es dann nach draußen zum Laufen. Ihr könnt es an meinem Äußeren erkennen, an meiner Erschöpfung. Der härteste Teil meines Workouts liegt hinter mir. Das waren jetzt 5-mal Rampen runter um die Schwelle herum. Also 3 Minuten leicht über der Schwelle, 3 Minuten leicht unter der Schwelle, dann nochmal 1 Minute, nochmal ein bisschen drunter und dann 3 Minuten Erholung. Das erste Intervall ist bei mir immer so ein bisschen schwierig, weil ich da irgendwie noch nicht so das Tempogefühl habe. Das zweite geht dann ganz gut. Beim dritten merkt man so die Erschöpfung, die langsam kommt. Vierte ging jetzt wieder und das fünfte war dann doch ganz schön hart. Also habe ich dann gemerkt, in den Beinen ist dann doch eine Menge Laktat, was sich da angesammelt hat. Und ja, die Beine sind schwer und es ist echt zäh, da das Tempo zu halten. Und gleichzeitig probiere ich immer wieder, meinen Kopf einzuschalten und ja, über den Kopf alles zu steuern. Und es ging dann eigentlich auch ganz gut. Also schön durchgezogen, bin ich ganz zufrieden mit mir. Und das erste Mal kurz, also zumindest untenrum. Das ist auch mal, finde ich, ein sehr, sehr cooles Gefühl. Ja, man fühlt sich dann immer gleich doppelt so schnell, finde ich. Und ja, ist einfach schön, jetzt bei den wieder wärmeren Temperaturen laufen zu gehen. Leider im Moment sehr voll. Jetzt habe ich hier so ein bisschen abgelegenen Weg gefunden, wo ich so ein bisschen quatschen kann. Sonst kommt mir das dann auch mal peinlich vor. So, und jetzt noch knapp 10 Minuten auslaufen und dann ist das Tageswerk vollbracht. Morgen geht es dann, glaube ich, wieder aufs Rad. Habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Nach dem Laufen war ich aber dann irgendwie ziemlich fertig und konnte mich dann nicht mehr ganz aufraffen, dann nochmal Stabi zu machen. Das habe ich dann weggelassen. Und am Mittwoch war dann die Einheit auf dem Fahrrad. So, heute ist der Wurm drin. Heute soll es irgendwie nicht sein. Also, ich wollte nach einem Termin jetzt hier in der Nähe von Strausberg, wo ich gerade war, einfach nochmal eine schnelle Runde drehen. Wetter ist ja gerade super. Ich hatte mir vorher bei Komoot auch eine Route rausgesucht und wollte jetzt abfahren. Und ich bin einfach noch nicht so firm mit dem Karoo. Ich bin es gewohnt, beim Wahoo einfach den Wahoo einzuschalten. Und der synchronisiert automatisch alle Routen und alles Mögliche, die ich auf Komoot, Strava und so weiter ja, mir geplant habe. Und ich habe das jetzt nicht hinbekommen. Ich habe dann einen Hotspot über mein Handy eingeschaltet, damit er sich irgendwie übers Internet synchronisieren kann. Aber es klappte auch alles nicht. Dann bin ich halt blind losgefahren. Habe hier ein paar ja, Intervalle zu fahren. Das hat natürlich jetzt auch nicht geklappt, so durch die Stadt und immer wieder zwischendurch auf die Karte gucken. Ja, Stichwort auf die Karte gucken. Eben hat mich noch eine Polizei angehalten und mich ermahnt, dass es eigentlich 55 Euro kostet. Haben sie ja recht, ist gefährlich und zum Glück haben sie ja nicht ernst gemacht, aber ja, ich habe so lange rumgefummelt an dem Gerät, dass es jetzt auch noch merklich dunkel wird langsam, habe kein Licht dabei, Wasserflasche habe ich auch vergessen. Also, blöder Tag heute, ich fahre jetzt meinen Workout nur zur Hälfte und hoffe, dass alles gut geht, aber naja, das war es heute dann nicht. Und auch nach der Radeinheit war dann keine Kraft mehr und vor allem keine Lust mehr auf Stabi-Training. Also das hatte ich ja in den letzten Wochen doch ziemlich ja, kontinuierlich machen können und diese Woche habe ich es dann einfach mal wieder ein bisschen verkürzt. Aber ich glaube, es ist alles immer noch im grünen Bereich. Und einen Tag später, das Wetter war ja richtig, richtig schön, stand dann einfach ein Lauf an, 1 Stunde, ganz normal, easy. Aber da habe ich gemerkt, dass wirklich wahrscheinlich durch den Schwellenlauf und das Schwellentraining auf dem Rad die Beine schwer waren und der hat sich richtig zäh angefühlt. Also da musste ich richtig kämpfen, um wirklich diesen doch eigentlich ganz simplen Lauf da irgendwie noch durchzuziehen. Und am Freitag stand da das eigentliche HIIT-Training an, also V2 Max Intervalle, 3x
8x40er, 20er. Und ich wollte es wieder so machen, den Sweet Spot, der dann hinterher dran war, 15 Minuten, den dann wieder aufs Laufband zu verlagern. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Ich sitze gerade auf der Rolle, hinter mir liegen 3x, 8x, 40er, 20er Intervalle. Und ich bin ein bisschen behutsamer gestartet, bei 97% meiner FTP. Und dann, das muss ich gleich nochmal nachschauen, hatte ich den Eindruck, dass ich das wieder genullt hat, also ich wieder bei meiner normalen FTP als Referenzwert lag, weil ich das Handy ausgeschaltet hatte. Und ja, da war ich danach im zweiten Set ziemlich K.O. Und dann dachte ich, okay, dann probiere ich es mal bei 98%. Aber ich war einfach zu schlapp und habe dann nach dem vierten Intervall auf 90% runterreguliert. Und habe gesehen, dass die Herzfrequenz trotzdem ausreichend hoch war. Also VO2 Max habe ich trotzdem trainiert. Ja, und ich habe es letztens schon gemerkt. Gestern war ich laufen, eine Stunde, schönstes Wetter und es hat sich aber so zäh angefühlt. Also wahrscheinlich stecken da die letzten Trainingstage doch noch so in den Beinen. Allen voran wahrscheinlich die Schwellenläufe, die ich am Dienstag hatte. Ja, also ich glaube, der Körper ist müde und das war jetzt wirklich das letzte, den letzten Rest Energie nochmal rausdrücken. Genau, und in gewohnter Weise werde ich jetzt hier nicht das Workout auf dem Rad zu Ende machen, sondern werde gleich nochmal aufs Laufband wechseln und da meinen Sweet Spot laufen und ja, da mal schauen einfach, wie intensiv ich den laufe. Da gehe ich dann auch jetzt wieder sehr, sehr nach Gefühl. Also nur das, was geht, so dass ich merke, ich komme in den richtigen Bereich. Weil bei einem älteren Video hier meine Lebkuchenkiste belächelt wurde und ich auch keine Schleichwerbung machen will, habe ich jetzt mal hier ein bisschen was anderes rüber geklebt. Aber ich wollte eigentlich noch mal was sagen zu der Radfahrt eben und zu dem Lauf. Also zur Radfahrt habe ich ja eben auf dem Rad schon kurz was gesagt und den Lauf auf dem Laufband. Oh, der fühlte sich am Anfang wieder sehr, sehr hart an und ich dachte mir, mein Gott, wie kriege ich diese 15 Minuten Sweet Spot irgendwie durch? Mit Einteilen von Strecken wird es dann irgendwie doch leichter. Ich dachte mir, okay, die ersten 5 Minuten kriegst du irgendwie hin und dann hast du schon ein Drittel und so habe ich mich weiter vorgetastet und eigentlich war es dann gar nicht so schwer. Also es ist doch wirklich viel mental und Psyche und bin dann ganz gut durchgelaufen. Puls ist natürlich, glaube ich, ein bisschen höher, als wenn ich jetzt relativ frisch laufe. Aber so ging es, war natürlich dann froh, als alles vorbei war und bin, ja, wie gesagt, jetzt sehr, sehr froh, dass ich das ganze Ding durchgezogen habe, auch wenn ich eben bei den letzten Intervallen auf dem Rad ein bisschen runterreguliert habe. Aber es ist doch ein anderes Gefühl, wenn man weiß, man hat alles gegeben, statt irgendwas abzubrechen, weil es einfach nicht geht. Also wirklich mehr regulieren beim Radfahren, habe ich mir dann doch irgendwie zur Regel gemacht. Also lieber ein bisschen softer anfangen, dann nochmal hochgehen. Ja, oder am Ende halt runterregulieren, ist natürlich dann auch nicht das schönste Erlebnis, aber immerhin, man kann dann das ganze Workout abschließen. Es ist Sonntag und heute steht eine laufende Radfahrt an, eigentlich in umgekehrter Reihenfolge. Erst wollte ich ursprünglich Radfahren und hinterher laufen, aber es ist so kalt und so neblig, also jetzt gerade mal so 1 Grad ungefähr, dass ich mir dachte, ich laufe mich jetzt erstmal ein bisschen warm und setze mich hinterher aufs Rad. Ist auch eigentlich besser, finde ich, einmal Verletzungsrisiko, die Beine sind dann vielleicht schon ein bisschen stapp, wenn ich den Lauf hinterher mache. Zum zweiten wollte ich in der zweiten Einheit dann auch Kohlenhydrate zu mir nehmen und in der ersten bewusst nicht. Andererseits natürlich würde viel dafür sprechen, zuerst Rad zu fahren und dann zu laufen, um halt eben die Belastung beim Laufen einfach nochmal anders zu haben, also den Fettstoffwechsel dann nochmal anzuregen beim Laufen. Aber egal, gibt für alles Pro und Contra. Jetzt zählt für mich einfach nur, dass es ausführbar ist, weil es einfach, wie gesagt, viel zu kalt ist. Ich habe mir dafür jetzt hier in dem kleinen Camper alles bereitgelegt, Fahrrad steht bereit, Klamotten muss ich zum Teil anziehen, habe ich schon und wärme die schon mal ein bisschen vor. Und genau, Getränke habe ich auch da, insofern jetzt losmachen.
So, der Lauf ist gemacht. Es ist immer so die Frage, dass man die Zeit genau hinbekommt, beziehungsweise die Strecke, so dass am Ende die Zeit passt. Aber es hat diesmal ziemlich genau gepasst. Also waren jetzt, glaube ich, 1 Stunde 27 Minuten. Ja, schön zu laufen. Für meine Verhältnisse ein bisschen zu voll. Also es ging eigentlich, sonst ist, glaube ich, hier am See noch voller. Aber ja, es ist nicht so schön, wie allein irgendwie durch die Gegend zu laufen. Aber trotzdem okay. Und jetzt aufs Rad und dann nochmal 1,5 Stunden fahren. Ja, und dann mal gucken, wie es mir anschließend geht. Ein bisschen trinken, ein bisschen essen jetzt noch und dann geht's los. Vielleicht sieht es ein bisschen bescheuert aus jetzt hier mit der Schirmmütze unterm Helm, aber ich hatte jetzt kein Cappy dabei. Und es sind immer noch 0,9 Grad nur. Und ja, mein Kopf ist geschwitzt. Ich habe einfach keine Lust jetzt hier Hirnfrost zu kriegen. Und fühlt sich im Moment auch ein bisschen unangenehm an. Mit den verschwitzten Sachen hier. Also echt kalt. Ich hoffe mal, ich werde jetzt noch warm und kann hier 1,5 Stunden durchhalten. Weil es so kalt ist, habe ich jetzt auch noch mal die Laufhandschuhe über meine Fahrradhandschuhe übergezogen. Und blöderweise habe ich jetzt vergessen, die Brille aufzusetzen, aber habe auch keine Lust mehr zurückzufahren. Also jetzt einfach durchziehen. Ah, Mist, die Finger frieren mir ab. Also ich hoffe jetzt mal auf den Anstieg am Grunewaldturm, dass ich da ausreichend wieder warm werde. Was ihr im Hintergrund hört, ist die Heizung. Es ist nämlich echt verdammt kalt gewesen. Also die Temperaturen sind sogar auf minus 1 Grad runtergegangen und ich war wirklich überhaupt nicht dafür angezogen. Ich habe ehrlich gesagt mit 7, 8, 9 Grad gerechnet, so war zumindest die Prognose, und ich habe die ganze Zeit so ein bisschen rumgefröstelt. Also die Zehen waren richtig kalt, die Finger sind zum Glück irgendwann warm geworden, aber so richtig warm war ich nie und deswegen habe ich das Ding jetzt auch nicht bis zum Ende durchgezogen, also nicht komplett die 1,5 Stunden, sondern ich glaube, es waren jetzt 1 Stunde 10 Minuten. Ja, ich denke, es reicht auch und man muss es ja dann auch nicht übertreiben und die Gesundheit aufs Spiel setzen. Insgesamt lief das dann jetzt alles ziemlich gut durch, also auch ernährungsmäßig alles wunderbar. Ich hatte jetzt nie irgendwie richtig Knast oder auch Magendrücken, weil ich vielleicht zu viel Kohlenhydrate zu mir genommen habe. Also wirklich alles easy, auch jetzt nicht so anstrengend. Also es war wirklich nett und so geht eine schöne Woche zu Ende. Und weil ich es jetzt hier nicht noch viel länger aushalten will und kann, sage ich an der Stelle tschüss und vielen Dank für eure ganzen Likes, Abos und Kommentare und so weiter. Heute Abend werde ich dann noch den Speedsensor verlosen lassen durch meine Jury. Mal gucken, ob dann heute auch noch das Video rausgeht. Vielleicht ist das dann alles schon gestern gewesen. Das ist immer so ein bisschen schwierig mit der Zeit beim Film. Also, euch ein gutes Training, macht's gut und dann bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao. Ja, blöderweise ist mir während der Fahrt einmal meine GoPro aus der Hand gefallen, weil ich die Laufhandschuhe anhatte und die jetzt eher rutschig sind. Und ich habe das erst gar nicht gemerkt, weil mir ist meine alte GoPro auch schon öfter mal runtergefallen. Aber als ich dann beim nächsten Mal Film die wieder rausgeholt habe, habe ich gesehen, dass die Rückseite, also das Display da völlig zerdeppert ist. Aber die GoPro geht immerhin noch, insofern alles kein Problem. Aber das muss ich mir zu Hause auch nochmal genauer angucken. Hatte ich, wie gesagt, so auch noch nicht, dass ich da gleich so einen Displayschaden habe, obwohl mir schon öfter mal so ein Teil runtergefallen ist.